Ich glaube, dass Mixed Reality gerade im Bereich Training und Wartung einen riesen Einfluss hat. Im Moment ist es so, dass man auf Papier riesige Stapel an Informationen sich verinnerlicht, um zu lernen, wie man eine Tätigkeit durchführt. Mit der HoloLens ist das gar nicht mehr nötig, sondern mit der HoloLens bekomme ich genau in dem Moment, wo ich die Tätigkeit durchführen muss, die Informationen, wie das funktioniert. Wir sind hier im ICE-Werk in Frankfurt-Griesheim. Als das erste Mal hier in die Werkstatt kam, haben wir einfach gesehen, wie unglaublich komplex das hier ist, was da an den Zügen einfach gemacht wird, gewartet wird. Das erschlägt einen schier. Und wir haben halt geguckt, was ist ein Showcase, der für uns taugt, der auch in der kurzen Zeit einfach möglich ist. Wir haben uns letztendlich tatsächlich für die Kaffeemaschine vom ICE entschieden. Mag auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen einfach klingen, tatsächlich ist das aber auch ein ziemlich komplexes Gerät, was repariert und gewartet werden muss. Also die Voraussetzung, dass wir überhaupt eine Kaffeemaschine reparieren können, ist derzeit, dass das Fahrzeug in der Werkstatt steht. Wenn derzeit ein Zug zugeführt werden muss, extra nur für die Reparatur der Kaffeemaschine, werden natürlich viele Kapazitäten gebunden. Das Fahrzeug muss aus dem Umlauf rausgezogen werden, es muss der Werkstatt zugeführt werden und muss auch wieder in den Betrieb übergehen. Und da geht natürlich viel Zeit verloren. Zukunftsmäßig würde die HoloLens uns da einen Vorteil bringen, dass wir auch zum Beispiel Reparaturen draußen vor Ort machen können und den Mitarbeitern eine Arbeitsanweisung innerhalb der Visualisierung dieses Moduls halt an die Hand geben können, damit er schneller dies reparieren kann. Das Problem an der HoloLens ist, man muss es erstmal anfühlen, man muss es wirklich erleben, was da passiert. Dafür haben wir jetzt die Tür geöffnet. Wir können es jetzt zeigen, wir können es veranschaulichen, jeder kann es nachvollziehen. Und damit stoßen wir, glaube ich, die Tür weit auf, dass wir jetzt ganz vielfältige Reparaturszenarien unterstützen können.